Ich habe vorhin auch mal scherzhaft gesagt, ich beginne, wenn die erste Reihe besetzt ist. Also ihr könnt das jetzt machen und dann kommt jemand mit einer Karte von der ersten Reihe und dann müsst ihr halt wieder hinter. Da kommt noch jemand. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich fange jetzt mal einfach an. Thomas Kersten hat zu dieser Ausstellung, die Kerstin Langer und ich im vergangenen Sommer bei ihm in Uffenheim zusammenstellen durften, kuratieren, sagt man ja heutzutage, die schwierige Aufgabe aus, ich weiß nicht, wahrscheinlich Tausenden, also jedenfalls vielen hundert Fotografien auszuwählen. Denn Thomas Kersten, diese Ausstellung ist ja auch eine Retrospektive zu seinem 60. Geburtstag. Bei der Gelegenheit mache ich das erstmal öffentlich. Mit Händedruck haben wir das noch gar nicht gemacht. Ist jetzt irgendwie 10, 14 Tage her. Herzlichen Glückwunsch. Ne? Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das war. Das war der äußere Anlass. Das war der äußere Anlass, dass man ja der Künstler gelegentlich gedenkt, wenn sie einen runden Geburtstag haben, eine Ausstellung zu machen. Und ich sagte schon, Thomas Kersten ist eben ein so fleißiger Fotograf, der ca. 40 Jahre lang intensiv gearbeitet hat und auch Abzüge von seinen Fotografien gemacht hat, was im digitalen Zeitalter heutzutage nicht mehr so selbstverständlich ist. Gerade die jüngere Fotografengeneration verlässt sich auf ihre Dateien und hofft dann immer auf einen Sponsor oder irgendjemanden, der das Geld auftreibt, um die Fotoabzüge zu machen. Anders bei Thomas Kersten, als Kerstin Langner und ich vergangenen Sommer dort die Ausstellung zusammenstellen wollten, überflutete er uns mit hunderten Fotografien. Und es war, muss ich jetzt mal gestehen, die ersten Stunden sehr schwierig für uns und wir waren also die ersten Stunden fast etwas entnervt, lauter tolle Aktfotos zu sehen, aber wir hatten ja immer im Kopf, wie machen wir hier eine interessante Ausstellung daraus, die auch dem Betrachter etwas erzählt. Und dann kam in irgendeinem Moment, da wir ja auch einen Bogen über 40 Jahre spannen wollten und das aber nicht so chronologisch erzählen wollten, kam in irgendeinem Moment die Idee, Bildpaare zusammenzustellen. Die meisten von Ihnen waren ja schon in der Ausstellung, Bildpaare zusammenzustellen, die nie geplant waren, aber Bildkorrespondenzen zu finden und immer mit einem älteren und einem jüngeren Bild. Und so hat sich eine, gehen mal irgendwie hier rein, ne, wollen wir nicht die extremsten Sachen mal gleich zeigen, aber, oder ich zeige mal meinen Lieblings, also, so hat sich immer eine Situation entwickelt, zumeist ein Schwarz-Weiß-Bild, weil man in den 80er, 90er Jahren ja in der Regel noch viel mehr Schwarz-Weiß gearbeitet hat und ein neueres Bild in Farbe, haben wir immer Bildkorrespondenzen gesucht und finden, dass die Ausstellung damit sehr spannend geworden ist, weil die Bildpaare mehr erzählen als die Einzelbilder. Es könnten. Was erzählen die Bildpaare? Sie erzählen vom Wandel der Zeiten, sie erzählen vom Wandel der Moden, moralischer Auffassungen, nicht nur der technischen Veränderung Schwarz-Weiß-Farbe. Und sie zeigen ein Menschenbild aus zwei Generationen. Eigentlich nicht wörtlich zu nehmen, aber sind es Mütter und Töchter, also eine Mutter- und eine Tochtergeneration, die gegenübergestellt werden. Wir werden dann nach der kurzen Lesung Gespräch führen, ich hoffe mit Ihnen allen. Wir haben eigentlich keinen Monolog geplant, wir kennen uns schon viel zu gut, da ist alles gesagt. Dann werden wir zum Schluss noch mit Thomas Kersten in die Ausstellung gehen, damit es richtig persönlich wird. Sie haben alle außerdem auf Ihrem Platz so ein Kärtchen gehabt. Da sieht man sämtliche Bücher, die Thomas Kersten veröffentlicht hat in den letzten 40 Jahren. Das ist schon sehr viel und das sind doch alle sehr prächtige Bücher. Das ist auch eine interessante Bildkombination, nicht? Einmal von vorn, einmal von hinten.
Es waren dann also teilweise Körperhaltungen oder irgendwelche Parallelen, die wir zusammengestellt haben. Und Thomas gefiel die Idee so gut, dass er dann mit eigenen Mitteln einen aufwendigen Katalog zur Ausstellung angefertigt hat. Ich hatte selber die Ehre, einen Text in diesem Katalog schreiben zu dürfen. Und da das ja im Rahmen von Leipzig liest ist, der Text ist nicht allzu lang, würde ich mit der Lesung beginnen. Über den Text habe ich einen meiner Lieblingssätze gestellt, von Walter Benjamin. Walter Benjamin sagte irgendwann in den 20er Jahren, und das ist bis heute aktuell und lässt sich auf Aktfotografie immer wunderbar anwenden. Walter Benjamin sagte, die Menschheit, die einst bei Homer Schauobjekt der olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Und wenn wir daran denken, wie insbesondere die jüngere Generation, das ist auch eine Sache, die wir natürlich als Ältere auch machen, aber die wir bei der jüngeren Generation zuerst gelernt haben, mit dem Handy sich hauptsächlich beobachten, wie sie sich selbst fotografieren, dann ist der Satz von Walter Benjamin nochmal mit 3 Ausrufezeichen bekräftigt worden. Thomas Karsten auf der Suche nach Schönheit. Als die Meeresnymphe Thetis mit dem tapferen Peleus Hochzeit hielt, warf Eris, die Göttin der Zwietracht, einen goldenen Apfel in die fröhliche Runde der feiernden olympischen Götter, aus Rache dafür, dass sie nicht zum Feste eingeladen war. Der Apfel trug die Aufschrift für die Schönste und entfesselte einen heftigen Streit zwischen den unzweifelhaft schönen Göttinnen Hera, Athene und Aphrodite, wem er gebührt. Hera war die Himmelskönigin, die stets in Eifersucht und Hass ihrer zahlreichen Nebenbuhlerinnen verfolgte, die ihr Götterkönig Zeus, ihr promiskuitiver Gatte und Bruder, nicht ersparte. Die jungfräuliche Athene war Tochter des Zeus und Göttin der Weisheit, des Kampfes und der Kunst. Die weniger jungfräuliche Aphrodite war auch eine Tochter des Zeus und Göttin der Liebe, der Schönheit und der sinnlichen Begierde. Um den Streit zu beenden, übergab Zeus, der Gatte, Bruder und Vater der drei Schönen, aus Befangenheit den Zankapfel in die Hand eines Sterblichen. Paris, der Sohn des trojanischen Königs Priamos und der Hekabe, wurde zum Schiedsrichter bestimmt, wer nun die Schönste sei. Um ihn für sich zu gewinnen, versuchten die drei Göttinnen, wie man sich vorstellen kann, Paris, zu bestechen und boten ihm verlockende Preise. Hera versprach ihm die Herrschaft über das prächtigste Reich der Welt. Athene versprach ihm den höchsten Ruhm der Weisheit. Und Aphrodite, die ihn mit süßem Lächeln und durchdringendem Blick betörte, versprach ihm als Preis die Liebe der Helena, der schönsten Frau auf Erden, auch sie, eine Tochter des Zeus. Helenas Schönheit soll so groß gewesen sein, dass jedermann sie besitzen wollte. Und um diesen Preis der Liebe und der Schönheit verzichtete Paris auf die Weltherrschaft und Weisheit und reichte den Apfel der Aphrodite. Unseligerweise war die schöne Helena bereits mit Menelaos verheiratet, dem mächtigen König von Sparta, und Paris erfüllte sich selbst durch den Raub der Helena Aphrodites Versprechen. Da Helenas Leichtsinn und Treulosigkeit ihrer Schönheit nicht nachstand, ergab sie sich nur allzu gern der Gewalt des jugendlichen trojanischen Prinzen. Beide erlebten einige Jahre in Herrlichkeit und Freuden,
aber verkannten darüber, dass sie durch ihr treuloses Verhalten, denn auch Paris war verheiratet, den Zorn der Betrogenen auf sich zogen. Menelaos entfesselte den Trojanischen Krieg, der den Tod so vieler Helden verursachte und ein ganzes Volk in Sklaverei und Elend stürzte, bis er siegreich Helena wieder nach Sparta führen konnte, die sich als Reumütige sogleich zu seinen Füßen warf. Paris musste qualvoll sterben, weil seine Gattin Odione ihm die Rettung verweigerte, da sie ihm nicht verzeihen konnte. Unzählige Geschichten wie diese bezeugen bis heute, wie eng und heftig die Schau der weiblichen Schönheit mit dem menschlichen Schicksal verknüpft ist. Wie verflochten Lust und Begierde, Erfüllung und Verhängnis, Liebe und Tod miteinander sind. Seit jeher haben die Künstler mit glühender Leidenschaft die körperliche Schönheit einzufangen und sogar zu überhöhen versucht und sich am hellen Glanz der Frauenkörper berauscht. Der vielgerühmte Maler Zeuxis unternahm es, ein Idealbild der Helena zu schaffen, indem er sich die schönsten Jungfrauen von Kroton, dem heutigen Crotone, als Modelle nahm und wählte von jeder jeweils ihr schönstes Körperteil, setzte daraus sein Gemälde zusammen und stellte Helena in voller Schönheit dar. Wie Cicero berichtet, glaubte Zeuxis, nicht alles, was er zur Darstellung der Schönheit brauchte, an nur einem Körper antreffen zu können, weil die Natur kein Einzelwesen so geschaffen hat, dass es in allen seinen Teilen vollkommen sei. Für die künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema Schönheit wurde Zeuxis Herangehensweise sehr bedeutend und fand Nachahmer bis auf den heutigen Tag. In der Renaissance entwickelte Pierre de Bourdieu ein Puzzle weiblicher Schönheit und forderte: drei Dinge seien weiß, Haut, Zähne und Hände. Drei schwarz, Augen, Augenbrauen und Wimpern. Drei rot, Lippen, Wangen und Nägel. Drei lang, Körper, Haare und Hände. Drei kurz, Zähne, Ohren und Füße. Drei breit, Busen, Stirn und der Raum zwischen den Augenbrauen. Drei eng, Mund, Taille und Fessel. Drei dick, Arm, Hüfte und Wade. Drei dünn, Fingerhaare und Lippen. Und drei seien klein, Brüste, Nase und Kopf. Wer sich selbst vom göttlichen Herkommens definiert, muss den Fokus auf Ideale richten. Weshalb frühere Zeitalter dem Bestreben nachgingen, durch idealisierende Imagination immer wieder neue Harmonien zu erzeugen, die dem jeweiligen Epochengeschmack entsprachen. Erst nach dem Göttersterben und dem wachsenden Vertrauen der Menschen auf ihre eigene Kraft und Gestaltungsfähigkeit entwickelte sich in der Neuzeit der Sinn, die Wirklichkeit selbst zur idealen Schönheit zu erheben und den Menschen in seiner Ganzheit zu erfassen. Die Abkehr von der Überhöhung und die Hinwendung zum Realismus gingen einher mit der Erfüllung des uralten Traums der Menschheit, den die Götter stets verweigerten und den der Mensch sich selbst erfüllen musste,
das Flüchtige festzuhalten, das Vergängliche zu verewigen und authentische Bilder von sich und der Welt zu besitzen. Das ist genau das, was wir hier im Deutschen Fotomuseum zelebrieren. In seinem utopischen Roman Tiffanie spekulierte bereits 1760 Tiffan de la Roche, jetzt zitiere ich aus einem Science-Fiction-Roman von 1670, Lichtstrahlen, die von verschiedenen Gegenständen zurückgeworfen werden, ergeben ein Bild und zeichnen dieses Abbild auf allen polierten Oberflächen, wie zum Beispiel auf der Netzhaut unseres Auges und Wasser- oder Glasoberflächen. Die elementaren Geister haben versucht, diese flüchtigen Bilder festzuhalten. Sie schufen einen subtilen Stoff, sehr klebrig, aber leicht zu härten und zu trocknen. Man gießt etwas von diesem Stoff auf eine Leinwand und hält diese Leinwand dann vor die Objekte, die man zu malen wünscht. Die erste Wirkung auf der Leinwand gleicht der eines Spiegels. Man sieht alle nahen und fernen Gegenstände abgebildet, soweit sie das Licht erfassen kann. Aber was der Spiegel nicht vermag, das kann die Bildwand dank ihres klebrigen Belags, sie hält das Bild fest. Die Bildwand muss man so dann in einen dunklen Raum bringen. Nach Verlauf einer Stunde ist das Bild trocken. Jetzt hast du ein Bild, das weder von der Kunst imitiert ist, noch im Laufe der Zeit zerstört werden kann. 100 Jahre später war diese Idee aus dem Science-Fiction-Roman bereits gängige Praxis. Denn seit der Erfindung der Fotografie konnten die Fotografen authentischere Bilder als ihre Malerkollegen der Natur entwinden. Dennoch ist die Authentizität des fotografischen Abbildes insofern eine Illusion, als jeder Fotograf natürlich nicht nur abformt, sondern wie der Maler oder Grafiker sich selbst auch stets einbringt. Also eine Interpretation hervorbringt. Wer ein Bild malt, zeichnet oder fotografiert, ist bestrebt, seinem Bild Ausdruck zu verleihen. Das heißt, nicht nur abzubilden, sondern gleichzeitig sich selbst mitzuteilen. Wenn Thomas Karsten sich wie Zeuxis zahlreicher Modelle bedient, nicht um ein einzelnes Idealbild daraus zu formen, sondern um eine Gesamtschau weiblicher Schönheit hervorzubringen, so setzt er fort, was seit der Antike zu den zentralen Anliegen abendländischer Kultur gehört. Denn die künstlerische Darstellung des menschlichen Körpers offenbart auch dem modernen Menschen das Verhältnis zu sich selbst in der zeitgenössischen Fotografie existieren die unterschiedlichsten und subjektivsten Herangehensweisen und Schulen in diesem Sinne nebeneinander. In narrativen Tableaus und allerlei künstlichen Bildwelten konkurrieren poetische und provokante Fantasien und wetteifern um die Gunst des Publikums in unendlicher Vielfalt und ganz im Sinne der Philosophie einer, guten Abend, pluralistischen Gesellschaft. Im Bereich der erotischen Fotografie zählt Thomas Karsten gegenwärtig zu den interessantesten Vertretern des Genres. Besonderes Merkmal seiner Aktfotografie ist es, dass er seine Modelle mit sichtlichem Vergnügen und Vertrauen zum Fotografen sich selbst darstellen lässt, ohne dabei, und das ist wohl das Wichtigste, die ästhetische Kontrolle zu verlieren. Mit fast femininem Blick beobachtet er durch seine Kamera Frauen, auch Frauenpaare, die gerade dadurch schön und sinnlich erscheinen, weil sie sich und ihren Körper völlig unverstellt präsentieren. So entstehen
Subtile, erotische und intensive Momente, wie sie in der Aktfotografie nur selten anzutreffen sind. Zweifellos profitiert Thomas Kersten dabei von der Tatsache, dass moralische und sexuelle Freizügigkeit, Enthemmung und Zwanglosigkeit in den 4 Jahrzehnten des Entstehens dieser Fotografien sich in einem Zeitalter großmütiger Liberalität entfalten konnten, wie es die Menschheit seit der Antike nicht mehr erlebt hat. Differenzierungen und Entwicklungen nachzuspüren, die sich während dieser Epoche sexueller Toleranz zugetragen haben, war die besondere Idee einer Ausstellung. Und Kuratorin Kerstin Langner hat den Versuch unternommen, durch subtile Gegenüberstellung Bildpaare zu schaffen, die dem Betrachter die Augen für Nuancen öffnen, die das Einzelbild nicht preisgibt, wie ich vorhin schon sagte. Die Ausstellung ist nicht nur eine Retrospektive mit Werken des Künstlers Thomas Kersten, sondern auch ein Blick zurück in die Zeit eines historischen Wandels der öffentlichen Sexualmoral und einer bemerkenswerten Enttabuisierung des Erotischen. Sie beschränkt sich nicht nur auf das Sichtbare, sondern suggeriert dem Betrachter Kraft seiner Fantasie und seines Vorstellungsvermögens auch Unsichtbares. Thomas, was kann man sich darunter vorstellen? Was ist das Unsichtbare oder nicht auf den ersten Blick Sichtbare, was deine Bilder auch noch suggerieren, möglich machen, bei der Betrachtung? Was erzählst du noch darüber hinaus über, und ich glaube, das tust du mit deinen Bildern seit vielen Jahren, sonst wärst du auch nicht so erfolgreich gewesen. Was tust du noch darüber hinaus, als einfach nur schöne Menschen abzubilden? Ich mache ziemlich wenig. Während der Aufnahmen lasse ich eigentlich nur zu. Also das ist das ganze Geheimnis der Bilder, dass ich den Frauen einfach die Möglichkeit gebe, das zu machen oder das auszudrücken, was sie gerne wollen. Ich manipuliere nicht in dem Sinne, dass ich eine Idee im Kopf habe, die ich unbedingt umsetzen will, sondern ich lasse denen die Freiheit, das zu tun, was sie gerne machen möchten. Und da entstehen natürlich durch Zufall und den Begleitumständen an den Tagen ganz spezielle Bilder. Also, die sind nicht planbar. Also ich muss jetzt auch mal sagen, was so simpel eigentlich klingt, ist im Grunde genommen eine raffinierte Idee, die du da hast. Denn die meisten Fotografen gehen ja mit einer viel konkreteren Absicht ans Werk. Also bleiben wir jetzt mal beim Bereich der Aktfotografie. Man könnte den größten Teil bekannter Aktfotografen beim Namen nennen und anhand der Beispiele, Bildbände oder was man zur Verfügung hat, relativ leicht nachweisen, dass die Fotografen mit einer bestimmten Bildidee zu Werke gehen und das Modell eigentlich nur benutzen, um die Bildidee zu realisieren. Ganz anders bei dir, wenn ich das richtig verstanden habe. Also er hat es ja gesagt, wir kennen uns ja lange, wir wissen das ja alles. Es geht ja auch darum, mit Ihnen darüber zu sprechen. Übrigens bitte ich Sie, von Anfang an gleich Zwischenfragen zu stellen, wenn Sie mögen. Wir sitzen hier nicht, Sie merken schon, wir haben keine geplante Gesprächsführung, sondern wir wollen eigentlich mit Ihnen in Dialog treten. Also was Sie wissen wollen, fragen Sie es Ihnen direkt oder über mich. Und ich finde das aber fast raffiniert, ja, was du da machst, dass du deine Modelle sich entfalten lässt und die Modelle nicht zwingst in eine bestimmte Rolle, die du vorgefertigt planst. Ich glaube, dadurch ist etwas, eine ungewöhnliche Handschrift auch zustande gekommen. Das unterscheidet Thomas Kersten von, ja. Also was ich ja ganz beeindruckend finde, ist, dass die Mädchen schon so eine gewisse, oder sind ja Frauen, eine gewisse Vorstellung haben, wie sie sich präsentieren wollen.
Ja, also die kommen schon mit Accessoires und bestimmten Kleidungsstücken an. Ne? Sie setzen sich da so in Pose. Also das finde ich sehr, sehr spannend. Ja, gut, das ist natürlich auch eine Zeitgeistgeschichte, die sich auch sehr geändert hat. Also vor 30 Jahren war das anders. Also die haben andere Sachen mitgebracht. Oder ohne Accessoires, wie zum Beispiel Günter Rössler, der ja immer betont, dass er keine Accessoires braucht. Er sieht eben das nackte Mädchen. Ja, das sind aber immer diese Mädchen, ne, die du fotografierst, ja selbstbewusste Frauen. Ja. Er hat ja möglichst immer die 15-jährigen Mädchen fotografiert, die noch völlig makellos waren. Und du zeigst eben die selbstbewussten, ja, starken Frauen. Ja, ich finde es ja auch langweilig, irgendwelche Modelle zu fotografieren. Ich arbeite viel lieber mit Frauen, die noch nie vor der Kamera gestanden haben. Einfach diese eingespielten Posen finde ich einfach vollkommen uninteressant zu fotografieren. Das findet man in jedem Magazin. Und für mich sind das Porträts einfach. Also die jungen Frauen kommen auf Sie zu. Sie kommen auf Sie zu, dass Sie sie fotografieren. Oder suchen Sie sie aus? Oder wer sucht sie? Ich bin sehr schüchtern. Ich suche die sehr selten aus. Ach, schüchtern sind Sie. Das habe ich gar nicht gedacht. Soll ich Fotos machen? Ist unterschiedlich. Ja, ja. Also im Moment passieren natürlich Sachen übers Internet. Das gab es früher nicht. Also ganz früher war das so Mund-zu-Mund-Propaganda, dass ich irgendjemand fotografiert habe, die hatte dann eine Freundin, dann war die interessiert, dann ist die gekommen. Und die sind zusammengekommen, dann war es einfacher, irgendwie so einen Anfang zu finden. Das ist ganz, also verschieden. Im Moment gibt es natürlich über die Medien dann eine andere Möglichkeit als früher. Aber ich habe zum Beispiel ein Buch, was da auch liegt, da hat ein Mädchen aus Spanien und eine junge Frau aus Spanien irgendwie Bilder von mir im Internet gesehen und fand das interessant, hat mich dann angeschrieben, sie würde gerne mit mir arbeiten und so. Und dann haben wir ein ganzes Buch zusammen gemacht. Also ich bin dann nach Mallorca geflogen. Ich war zufällig in Mallorca, habe sie dann getroffen. Bin dann nochmal hin, dann ist sie eine Woche zu mir gekommen und dann haben wir uns mal in Berlin getroffen und so ist ein ganzes Buch mit der entstanden. Aber das ist natürlich ein Glücksumstand, wenn jemand auch so kreativ ist, dass man so viel mit der Person arbeiten kann. Da gehört schon ein ziemliches Selbstbewusstsein dazu. Ne? So von den Frauen. Von den Frauen, ja. Also ich bewerte. Nein, es gibt ja Frauen, die sehr expressiv sind und sich gerne zeigen wollen. Also, ich habe in den letzten Jahren zwei Bücher mit einer Schauspielerin gemacht, die wirklich so eine Phase hatte im Leben, wo sie sich gezeigt hat oder alles von sich zeigen wollte. Und als die letzte Session vorbei war, hat sie aber gesagt, so, jetzt ist Schluss. Das ist für mich gegessen, das Thema. Das war so eine Phase in meinem Leben. Und jetzt schließe ich das ab. Ich mache keine. Ich wollte dann das Buch machen und habe das zweite Buch gemacht aus dem Material. Ich habe gesagt, es wäre schön, wenn wir nochmal irgendwie so ein Abschluss-Shooting irgendwie machen. Ich habe gesagt, nein, es ist für mich vorbei. Aber Sie treffen doch irgendeine Auswahl, wer sich meldet bei Ihnen. Es melden sich nicht Hunderte. Wie halten Sie das dann mit der Nachbearbeitung der Fotos und der Retusche? Sie hatten vorhin immer das Wort so in den Raum geworfen, Sie dokumentieren eigentlich. Ich retuschiere sehr wenig. Ja. Also ich mache keine Schönheitsretusche oder Beauty-Retusche und so. Nein, das mache ich nicht. Also ich bessere mal irgendwie, wenn jemand einen Pickel im Gesicht hat, der sonst nicht da ist, den mache ich schon mal weg. Also weil das wirklich fair, weil eine Woche später ist der irgendwie nicht da und der sieht halt vielleicht nicht schön aus. Solche Sachen korrigiere ich. Oder die Bilder in Digitalkameras kommen die ja nicht so raus, wie man die drucken will. Man muss da schon an Gradationskurven oder an Farben so rumspielen. Aber ich mache jetzt nicht solche Retuschen, dass ich da Brüste vergrößere oder verkleinere oder weiß der Teufel. Also so.
interessiert mich nicht. Ja, bitte. Ja, ich bin tatsächlich ehemaliges Model von vor 20 Jahren. Ich würde gerne widersprechen, was das Selbstbewusstsein anbetrifft. Weil ich glaube, das sind nicht unbedingt Frauen, die vielleicht von Anfang an schon selbstbewusst sind. Zumindest traf es mich nicht zu. Sondern ich glaube, es ist einfach wirklich dieses Vertrauen, was Sie vorhin angesprochen haben. Was sich im Laufe des Shootings entwickelt, dass man sich öffnet und dass man sich vielleicht zeigen kann von einer Seite, die man sonst gar nicht an sich kennt oder wo man gar nicht denkt, dass man die hatte. Und ich glaube, das ist die große Kunst, die Thomas Kasten kann. Also, dass die Frauen wirklich dieses Vertrauen haben, Seiten von sich zu zeigen, die sonst eher entweder nur einem Partner zeigen würden oder vielleicht nicht mal einem Partner. Und dass man merkt, man wird nicht bewertet in keinster Art und Weise. Also, ob das jetzt hübsch aussieht oder nicht hübsch aussieht oder komisch ist, sondern das wird einfach so genommen, wie es halt ist. Das ist ja, das glaube ich ja auch, das habe ich ja auch gemeint, also dass er die Frauen machen lässt, ne? Dass er da nur wie so ein Beobachter agiert und ja, natürlich auf die Technik noch achtet und so, aber die Frauen machen, das finde ich auch sehr schön. Ne? Dass er dann, natürlich, ich weiß nicht, ob sie dann gemeinsam auch die Bilder aussuchen? Das passiert eher nicht, weil also das ist einfach zu schwierig. Und der Geschmack ist dann auch zu verschieden. Also da deshalb ist diese ästhetische Kontrolle, das ist natürlich die Auswahl dann mache, die mir schwer genug fällt, also weil immer zu viel Material dabei ist. Aber deswegen ist es auch nicht, so ein Fotoshooting ist nicht in einer halben Stunde irgendwie abgetan, sondern das dauert viele Stunden oder manchmal einen halben Tag oder noch länger. Und es entwickelt sich auch eben, die Frauen öffnen sich, wenn möglich, oder es passiert die ganze Zeit was. Es ist wie so eine Performance, die in verschiedene Richtungen gehen kann, was nicht geplant ist. Aber ich denke auch, dass die Frauen auch unterschiedlich reagieren. Die einen öffnen sich mehr als die anderen, die einen brauchen mal ein bisschen längere Zeit, ja, um Vertrauen zu schöpfen zu ihm. Ich meine, Voraussetzung ist natürlich erstmal ein bisschen Selbstbewusstsein schon, sich auszuziehen, denke ich. Also erstmal das vielleicht das Wissen um seine eigene Schönheit, ne, dass man da denkt, ach ja, also ich kann mich eigentlich ganz gut zeigen, zeige ich auch gern. Das muss schon erstmal da sein. Und dann merkt man, man hat, kann Vertrauen haben zum Fotograf, kann sich da verlassen. Denke ich mal, so meine ich das jetzt. Vor 20 Jahren haben Sie das machen lassen? Hm? Vor 20 Jahren habe ich Sie richtig verstanden. Ja, stimmt. Sie sehen so jung aus. Was sind da heute in Kinderschuhen? Ja, auch da habe ich schon so noch hier, als ich noch ganz klein war. Okay. Ja, es gibt ein Foto von ihr, habe ich zufällig gar nicht gesehen. Das erste Bild von ihr. Weil er als Titelbild erschien auf einer Bühne. Oh, süß. Ja, das eigentlich, damit haben Sie schon meine Frage beantwortet. Die These ist ja, Sie haben Vertrauen zu den Models und die Models vertrauen zu Ihnen. Meine Frage war jetzt ganz spontan, erkennen Sie denn Ihre Models nach 20 Jahren wieder? Ja, manchmal nicht. Okay. Aber ich bin da ein bisschen blind. Also mir ist schon wirklich passiert, dass jemand nicht... Ich habe sie nicht wieder erkannt. Okay. So, ich meine, der Kontakt ist sehr verschieden. Mit manchen habe ich noch Kontakt. Und bei vielen reißt der Kontakt natürlich auch ab. Aber ich habe es immer angestrebt, eigentlich die Frauen auch länger zu begleiten, dass ich immer mal wieder Shootings mache mit denen. Und also das Buch zum Beispiel mit der Schauspielerin, das lief in einem Rahmen von 3 Jahren, also wo wir uns immer wieder getroffen haben. Aber es gibt Frauen, die habe ich 15, 20 Jahre begleitet. Ja, das ist natürlich interessant, ne? Also eine Frau mit 18 zu fotografieren. Ja, aber viele sagen dann eben mit 18, ja, du kannst mich fotografieren, bis ich 60 bin, und dann heiratest du mit 30 und dann sagt der Partner, nee, also meine Frau kriegst du nicht mehr. Ja. Das beste Beispiel ist eines von meinen Lieblingsmodellen, ich hatte in Hamburg eine Ausstellung im Erotik Art Museum. Dort kam der Online-Chef vom Stern, um sich meine Ausstellung dort anzugucken. Und dann hat er mein Lieblingsmodell geheiratet. Ab da durfte ich ihn nicht mehr fotografieren. Er ist nur wegen diesen erotischen Bildern reingekommen, nimmt mir mein Modell weg und dann hat er mir verboten, seine Frau zu fotografieren.
Und wenn sich die Frauen bei dir melden, tritt denn da auch manchmal der Fall ein, dass du da jemanden ablehnst? Oder dass du sagst, nee, die will ich nicht? Ja, gab es die Fälle schon? Und ja, das gab es schon. Woran lag es dann? An einem komischen Gefühl. Das ist, also, das stellst du dir vor. Nee, manchmal habe ich das, es gibt es manchmal, dass ich einfach keinen Draht finde zu jemandem. Ich kann mir ja vorstellen, dass sich auch ganz unterschiedliche Leute da melden jetzt. Die ja, aber es sind wirklich nicht massenweise Leute. Das ist eher, und manchmal gibt es das aber, dass man kann, das kann auch beim Fotografieren noch passieren. Das ist wirklich selten, dass wenn ich fotografiere, das ist mir vor ein paar Jahren mal passiert, mit dem Modell, die kam von einem berühmten französischen Fotografen, der hatte die fotografiert und, so, und dann hat ein Verleger von mir gesagt, ja, das wäre doch vielleicht ein Modell auch für dich und so, dann haben wir uns getroffen und die schreibt auch. Die sollte ein Vorwort schreiben dann für ein Buch von mir. Und dann habe ich gesagt, ja, es wäre ganz schön, wenn wir auch ein Shooting zusammen haben, damit sie weiß, worüber sie schreibt und so. Und die war, glaube ich, 2 Tage bei mir. Und wir haben uns nur gestritten. Also irgendwie haben wir uns total missverstanden. Die hat mich nicht verstanden, ich habe sie nicht verstanden. Es war das totale Chaos. Die hat dann trotzdem das Vorwort geschrieben für das Buch. Aber ich durfte keins von ihren Bildern da reinmachen und so. Und ich fand 2 Bilder sehr schön, die ich da gemacht habe. Aber das war so ein Moment, wo es irgendwie hat's nicht geklappt. Aber es gibt es selten wirklich. Und wie handeln Sie das kommerzieller? Was kommerziell gibt es ja kaum. Gibt es nicht hierbei? Nee, weil. Ich mache ja nur die Buchprojekte damit und eigentlich unterm Strich zahle ich immer noch drauf. Selbst wenn so ein Buch mal 98 Euro kostet, ist das sehr wenig gegenüber den Kosten, die man hat, die man da reinsteckt. Sie wollen fragen? Also eins hat mich gewundert, dass Sie gesagt haben, die Frauen haben die Posen alle selber ausgewählt. Also bei manchen kann ich mir nicht vorstellen, dass ich so eine Pose freiwillig gefunden hätte überhaupt. Das ist meine eigene Frage. Und die andere sind halt nur junge Frauen. Es gibt ja auch schöne Mittelalter. Bei uns ist ein frühes Mittelalter, ne? Hat so ein Körper keinen Reiz mehr, sagt man mal, von einer 40-Jährigen? Oder hat sich das noch nie ergeben? Naja, es hat sich eher wenig ergeben. Also ich hätte zum Beispiel die ich von der Jugend begleitet hätte, gerne später nochmal fotografiert. Also wenn, aber wie gesagt, der Kontakt reißt auf ab. Und ganz oft sind sie Partner von den Frauen, die das dann nicht wollen. Oder die haben irgendwie so einen Beruf dann ergriffen, wo die sagen, es geht einfach nicht, ich bin Lehrerin. Es geht nicht, es können nicht im Internet irgendwie so Bilder von mir auftauchen. Und mit den Buchprojekten ist ja so, ich kann das ja gar nicht verhindern. Also irgendjemand kauft das Buch, scannt das ein und setzt es ins Internet. Was soll ich da machen? Selbst wenn ich das gar nicht ins Internet stelle. Aber das ist natürlich so eine komplizierte Geschichte heutzutage. Also das heißt, die Bereitschaft der Modelle im Hinblick auf Veröffentlichung der Bilder ist grundsätzlich geklärt. Lässt mit dem Alter nach. Nein, ich meine jetzt, ist eine rein rechtliche Frage. Ich fotografiere nicht ohne Vertrag. Also wenn jemand sich bereit erklärt, mit mir zu arbeiten, sage ich, okay, aber du musst mir diesen Vertrag unterschreiben, damit ich mit den Bildern auch was anfangen kann oder dass ich die veröffentlichen kann oder sie ausstellen kann oder irgendwie so. Also wir hatten auch im Fotomuseum schon mal Fälle, dass wir Fotos ausgestellt hatten, Aktfotos, und die Modelle plötzlich intervenierten, dass die Fotos nicht gezeigt werden dürfen, was natürlich für alle Beteiligten dann sagen wir, ein unerfreulicher Vorgang ist, der mit Ärger verbunden ist und insbesondere für die Fotografen, die ja nun mal im Einvernehmen fotografiert haben, die Bilder dann auch zeigen wollen in Ausstellungen beispielsweise. Und wenn die Bilder, und ich glaube, dass, wie Thomas Karsten sagt,
meistens Partner, die vorher noch nicht im Spiel waren, eine wesentliche Rolle dabei spielt, dass dann plötzlich die Bilder zurückgezogen werden. Geht da, jetzt, ich komme jetzt noch mal aufs Auge, geht es da um Ausstrahlung denn, oder um Schönheit? Also klar, ein Körper mit meiner zum Beispiel ist halt älter und ist jetzt nicht mehr so schön wie der Körper von einem 18-Jährigen. Aber manch älterer Körper kann ja auch eine erotische Ausstrahlung haben. Ja, für mich muss die Person eine Ausstrahlung haben. Es geht, also weil viele Fragen, bevor ich die fotografiert habe, habe ich nie nackt gesehen. Also wo denn auch? Ich habe die irgendwo kennengelernt oder die haben mich angesprochen oder wie auch immer. Und dann kommt es zu so einem Shooting und ich habe die und die ziehen sich zum ersten Mal für mich aus. Ich habe die nicht gesehen, ich weiß nicht. Also das wichtig ist für mich erstmal, dass man irgendwie so einen gemeinsamen Draht hat und dass die Ausstrahlung irgendwie da ist. Aber wenn ich Ihre Modelle angucke, die bewegen sich doch alle bis 20 Jahre. Um die 20 Jahre? Um die 20, also bis 20. Also bis 20, nee, nee. Nee? Stimmt, nee, nee. Wann da? Ja, also, aber das doch. Stimmt nicht. Und das ist, was ich auch meine, was sie meint, man fotografiert nur ganz jung. Also, zum Beispiel die Frau, die wir übrigens hier im Museum hatten, die war gerade 40 geworden, wo wir die Bilder gemacht haben für die Presse hier im Museum. Da läuft auch ein kleiner Film in der Ausstellung, wenn wir nach runter gehen, kann man das sehen. Und die kenne ich aber auch schon länger, die fotografiere ich auch ungefähr schon 10 Jahre. Ah, okay. Und die ist jetzt 40 und die hat noch Interesse, weiter mit mir zu arbeiten, obwohl sie inzwischen 3 Kinder gekriegt hat und ob ihr Bauch irgendwie ein bisschen vernarbt ist und so. Und also, aber zu der habe ich eben einen guten Draht und es macht Spaß, mit ihr zu arbeiten. Und vor allem sie hat auch Spaß dran. Aber Männer überhaupt nicht, ne? Und mit Männern habe ich es nicht so. No. Das hab ich habe das kommerziell mal gemacht. Frauen würden auch schön Männer interessieren. Nee, ich habe mal eine Geschichte für die Bravo gemacht. Ich bleib ganz ruhig. Ich muss mit dir einen Schwulen suchen. Und da habe ich junge Männer fotografiert und da hatte ich ziemlich Schwierigkeiten. Und die mit mir, weil die waren so verklemmt. Dass, also die einzigen Männer, die da funktioniert, also wo das gut funktioniert hat, die wirklich Spaß dran hatten, waren Schwule. Und die hatten, also die hatten kein Problem, sich zu zeigen und hatten Spaß vor der Kamera. Und die anderen waren dermaßen verklemmt, die jungen Männer, dass das bringt nichts. Mir die nicht vorhandene Lustvollkommen vergangen ist. Okay. Also da hab ich's und die haben es wegen Geld gemacht, weil die kennen das gute Honorar haben wollten. Fotos gibt es vorwiegend von Frauen. Und nein, es gibt aber auch Frauen, die Männer fotografieren, zum Beispiel Herr Linde Kölbel oder andere. Ja. Oder es gibt schon, also natürlich nicht so viel. Aber. Ja, aber auch die Beispiele von Herr Linde Kölbel, das war mal eine Serie und dann war es das, auch für Herr Linde Kölbel. Dann hat sie wieder dicke Frauen fotografiert als nächste Serie. Dann hat sie wieder, das kennt vielleicht jeder hier im Raum, Politiker fotografiert über Jahre, nicht? Junge Angela Merkel, ältere Angela Merkel, Gerhard Schröder und so weiter. Die Bilder sind ja, glaube ich, am bekanntesten mittlerweile von ihr. Also wir als Ausstellungsmacher bekommen ja ständig diese Anfragen. Kerstin Langner und ich, wir hatten ja im alten Museum mal diese Ausstellungsreihe Ästhetik der Lüste, wo Thomas Karsten auch schon mit ausgestellt hatte. Da haben wir versucht, immer Männerakte mit reinzubekommen. Es waren rein quantitativ ziemlich wenig, weil einfach keine gute Qualität da war. Und da hatten wir Herr Linde Kölbel zum Beispiel aus der Serie mal mit ausgestellt. Das ist ein leidiges Problem in unserer Epoche, sagen wir mal so. In der Antike war es ja anders. In der Antike stand ja der männliche Akt im Zentrum und der weibliche Akt spielte gar nicht die große Rolle. Wer in der DDR sozialisiert, also aufgewachsen ist, will es jetzt nicht so hochhängen, der kennt das Magazin, der kann sich erinnern, 12 Hefte im Jahr, in jedem Heft 1, 2, 3 Aktfotos,
und in jedem Heft auch die Leserbriefe vorne, wo es immer wieder die Frage, wo bleibt der männliche Akt? Nicht? Also man konnte es schon gar nicht mehr lesen. Die gibt es einfach nicht. Außer, wie Wilhelm Wieranke völlig zu Recht sagt, außer gewisse Ausnahmen. Es gibt da sehr wenig in einer hohen Qualität. Das heißt, in unserer Epoche, und da durfte ich vielleicht mal noch eine Frage an dich stellen, in unserer Epoche spielt also tatsächlich der weibliche Akt die dominierende Rolle. Auch wenn wir die Ausstellung noch überschreiten mit auf der Suche nach Schönheit. Er sucht sie natürlich dann offensichtlich mehr unter den Frauen, ich auch, als unter den Männern. Aber ich möchte mal noch ganz kurz einen historischen Ausflug machen in der Fotografie. Wir haben ja hinter Thomas Kersten auf der Empore Pariser Pikanterien hängen, Aktfotografien so aus der Drehe um 1860, also einer Epoche, die Balzac beschrieben hat. Pariser Pikanterien heißen ja solche Fotos in erster Linie deshalb, weil es, Sie müssen sich vorstellen, das Biedermeier war gerade zu Ende, weil es völlig undenkbar war, dass so wie bei Thomas Kersten sich Modelle melden und dass normale Frauen sich nackt fotografieren lassen, nicht? Als der Knöchel noch nicht gezeigt wurde, als die Arme bedeckt waren und so weiter, nicht? Als bis zum Hals alles geschlossen war, als es noch ein Korsett gab. Pariser Pikanterien deshalb, weil wenn Sie Balzac noch im Kopf haben, in Paris so viele Kokotten, Prostituierte vorhanden waren und damit die Fotografen dort Modelle finden konnten. In Leipzig muss es 1860 schon relativ schwer gewesen sein, Modelle aufzutreiben, oder in Eisenach, wo Thomas Kersten herstammt, oder in Uffenheim, wo er jetzt lebt, oder wo auch immer. Nicht? Und warum? Die große Rolle, ich hatte ja in dem Vorwort auch gesprochen über die Authentizität der Fotografie und hatte sie etwas relativiert, als ich sagte, so authentisch ist nun Fotografie auch wieder nicht, weil der Künstler ja, oder der Fotograf, hängen wir es mal gar nicht so hoch als Künstler, Sie alle, wenn Sie fotografieren, sich selbst einbringen. Nicht? Sie fotografieren nämlich nur nicht so ganz, also wie ein Roboter, was da gerade los ist, sondern ja, Sie wählen schon einen Ausschnitt und das soll mal weg und das... Da rücken sie rüber, das wollen sie gar nicht auf dem Bild haben, weil sie arrangieren schon ein bisschen, sie bringt sich selbst ein. Aber es gibt ein authentisches Moment in der Fotografie im Gegensatz zu Malerei und Grafik, dass der Betrachter, und das muss man sich jetzt mal in einer Zeit wie 1860, dann komme ich wieder zu Thomas Kersten, man muss sich jetzt mal vorstellen, dass der Betrachter beim Betrachten zum Beispiel eines nackten Körpers auch begreift, diese Person hat sich tatsächlich vor diesem Fotografen ausgezogen. Beim Maler in der Regel auch, aber da kann man sich ja noch einbilden, der Genius des Künstlers ist ausreichend gewesen, um das auch aus der Fantasie heraus zu produzieren. Man ist sich da zumindest nicht so sicher. Das müssen Sie sich mal vorstellen, ist im 19. Jahrhundert ein unglaubliches Phänomen gewesen, was den Betrachter mehr noch in den Bann gezogen hat, als der Anblick des nackten Körpers selbst. Und ich bin jetzt alt genug, dass ich mich noch an die 50er Jahre erinnern kann. Als Knabe habe ich da auch die Bücher in der Bibliothek meiner Eltern nach Aktbildern durchforstet. Und da war es schon ein Unterschied, ob ich auf eine Eva von Cranach stoße oder ob ich auf eins der damals immer noch relativ raren Aktfotos gestoßen bin. Da hat mich die Authentizität natürlich irgendwie berührt. Und jetzt komme ich zu dieser Frage. Als ich ja vorhin auch im Vorwort sagte, das, was Thomas Kersten in den letzten 40 Jahren gemacht hat, spiegelt ja auch die Veränderung der Gesellschaft, unserer Moralvorstellungen wider. Und die meisten in dieser Runde sind alt genug, dass sie von den 50er oder 60er Jahren die Spanne kennen bis heute und die Veränderungen erlebt haben und da mitvollzogen haben. Gibt es noch eigentlich, oder es gibt es schon, aber in welchem Maße, du jetzt als jemand, der damit arbeitet jeden Tag, gibt es noch dieses Prickeln, gibt es noch, es ist klar, nicht wie im 19. Jahrhundert, nicht, aber spielt es noch eine Rolle bei der Arbeit oder ist es jetzt aktuell und in Zusammenarbeit mit der jüngsten
Generation schon überhaupt kein Thema mehr.